Hallo und einen wunderschönen guten Morgen von uns. Guten Morgen. Bist du noch so beschäftigt, hä? Ja, ich bin beschäftigt, weil du fängst zu früh an, aber Hey, bist okay. du wichtig? Du machst das. Oh, ich singe schon wieder. Oh Ja. Gott, und wenn ich singen soll, Dann wird's nichts, dann ne? wird's Dann nichts. kannst du mir einmal erzählen, deinen peinlichen Auftritt. Ach, das war nicht peinlich. War das peinlich? Ja. Das war nicht peinlich. Jetzt Ich hatte erzähl einfach nur mal, um den was es eigentlich geht. Texthänger. Also ich poste gerade von Oh Mann. vorgestern die Aktion, wo wir den Live-Chat mit wem gehabt haben. Mit dem Ramon. Und mit dem hättest du gleich dein Ständchen singen können, Ja. ne? Klassiker, keinem fällt der Text ein. Nein, ich habe mich nicht getraut. Das war im Live-Chat. Da waren Ramon seine Zuschauer auch mit drin. Und meine. Jetzt sag, sing mal jetzt, komm. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag mit dir. Oh, wie schön Okay, Oh Mann. alles klar. Aber ich zeige euch mal, wer das viel, viel besser kann. Aber vielleicht war es auch ganz gut, dass du da einen Text nicht gewusst hast, weil sonst hätten ja die im Live-Chat wahrscheinlich alle gleich, Abgeschalten, oder? wären es gleich abgedreht, ne? Das ist echt gemein. Nee, aber ich zeige euch mal, wer das viel, viel besser gesungen hat wie ich. Ich habe nämlich so ein paar Szenen, die wichtigsten Szenen, habe ich aufgenommen und werde euch jetzt einfach mal einblenden, wie das war mit dem Ramon, als wir da im Live-Chat waren. Auf jeden Ja, Fall. du hast auch den Tag, glaube ich, eine Story gemacht, wenn mir nicht alles täuscht, ne? Ja. Wo du dann mein Lied so ein bisschen singst und so. Ja. Ja, genau. Ja, war gut, Nicht war so gut. gut wie du, aber. Doch, doch, doch. Deswegen verlange ich jetzt auch mal ganz kurz hier, dass du das Lied jetzt mal anstimmst, weil hast du den Tag schon mal gemacht. Ich habe einen Und Text ich im Kopf. fand, ja, schon klar. Also alle Zuschauerinnen sind jetzt ganz Ohr. Oh Gott. Besser. Schatz, du darfst. Ja, Dein also Einsatz. ich habe den Text überhaupt gar nicht im Kopf, also. Nee, also du darfst, Ramon. Ich glaube, da freuen sich alle Sieb viel mehr drüber. Gabriel kannst. Jetzt haben alle, sonst, du Wahnsinn. Also die singen die ganze Zeit im ganzen Haus, singen sie und tanzen sie rum und jetzt weiß keiner einen Text. Ja, jetzt schämen sie sich. Ja, genau. Ja. Übst gerade noch. Aber ich glaube, wenn der Ramon vielleicht einmal in Erinnerung ruft, wie der Text geht, dann klappt das vielleicht auch mit ihm. Eine Nacht und einen Tag mit dir, ja, wie schön wäre das. Ich umarm die Welt, das Leben macht mir Spaß. So schön, ehrlich, sogar übers Handy. Sogar übers Handy, Sogar Wahnsinn. übers. Oh, ich habe gerade auch gesehen, wir sind die ganze Zeit voll nah rangezoomt gewesen. So ist es, wenn man länger keinen Vlog dreht, dann kennt man sich nicht mal mehr mit der Kamera aus. Ja, genau. Nee, also war wirklich total die Ehre, dass der Ramon überhaupt mit uns im Live-Chat Dass er sich ist. überhaupt die Ja. Zeit dafür genommen hat, dass wir mit ihm einen Live-Chat starten können, Ja. das ist ja mega. Also. Die Kinder haben sich auch total gefreut. Die waren immer im Hintergrund gesessen, haben sich dann nicht getraut, irgendwas zu sagen. Vorher noch große Töne gespuckt, ne? Gabriel so, ich lade ihn zu meinem Geburtstag ein. Serafina auch, ja, ich sag dann das und das. Und dann war er da. Und dann keiner so, ich weiß nicht, was ich sagen Ja, soll. aber zum Geburtstag, wer weiß, vielleicht kommt er sogar zum Geburtstag Vielleicht. von Mal Gabriel. schauen. Nein, ich glaube, der hat einen ganz, ganz großen Weg vor sich. Und ich glaube, der hat dann andere Dinge zu tun, als wir auf. Ja, das denke ich Zu auch. uns auf den Ja, Geburtstag zu nein. kommen. Aber wie dem auch sei, uns hat es auf jeden Fall sehr Ja, gefreut. war mega cool. Die Kids waren Ja. total happy. Es lohnt sich immer, uns auch auf Instagram zu folgen. Ich wollte jetzt eigentlich Yoga machen, deswegen habe ich hier auch mein Sportoutfit an. Ja, dann let's go. Mach mal du Yoga und dann kann ich hier alles fertig machen. Ja, Und aber tschüss. ich muss noch mal zeigen, jemand macht schon Yoga auf meiner Matte. Das ist immer so. Ich breite die Matte aus und dann Eine wird die Nacht und einen Tag mit dir. Matte einfach beschlagnahmt. Moment, ich drehe mal die Kamera rum. Rocky, herabschauender Hund. Na, komm, komm, zeig mal. Also, bevor ich da auf die Matte immer komme, beschlagen haben es die Hunde schon. Heute ist leider so ein bisschen bewölkt. Es war die letzten Tage richtig schön warm. Wobei ich sagen muss, es ist immer noch warm. Ich glaube 23 Grad, aber die Sonne ist halt nicht da. Aber jetzt starte ich erstmal mit meiner Yoga-Session. Und später zeigen wir euch dann auch Badezimmer und alles. You keep coming home to me, my eyes.
mittlerweile habe ich mich umgezogen. Nicht wirklich umgezogen. Ich habe mir nur den Pulli angezogen, gerade nach oben. Und an der Sporthose ist noch da. Ne? Aber wir gehen ja eh nirgendwo hin. Also warum soll ich mich da großartig jetzt herrichten, umziehen? Jedenfalls koche ich jetzt gerade. Und heute mache ich es mir wieder sehr einfach. Ich habe nämlich noch Reste von gestern. Gestern gab es bei uns eine leckere Pilzpfanne. Alles vegan natürlich, also mit Sojasahne und frischen braunen Champignons und ganz viel frischer Petersilie. Und da das jetzt nicht mehr ausreicht, koche ich hier Nudeln ab. Und die Nudeln kommen dann zu der Pilzpfanne mit den Spätzle dazu. Und dann wird das nochmal gut gewürzt und dazu gibt es dann einen frischen Feldsalat. Und so sieht dann unser Resteessen heute aus. Aber ich würde sagen, trotzdem sehr lecker. Nudeln und Spätzle gemischt. Warum nicht? Wir lassen es uns jetzt schmecken. So, wir haben lecker gegessen. Ich habe jetzt erstmal die Küche und den Esszimmertisch wieder auf Vordermann gebracht. Und jetzt musste ich gerade mal überlegen, ich habe gerade Thomas gefragt, was haben wir jetzt eigentlich auf Instagram noch nicht gezeigt? Was wir noch nicht gezeigt haben? Ja, weil wir waren ja jetzt doch schon so 3 Wochen, glaube ich, nicht mehr mit Vlogs aktiv. Und ich habe ja eigentlich alles, was so passiert ist, auf Instagram gezeigt bzw. angeschnitten. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, was habt ihr jetzt auf YouTube eigentlich noch nicht gesehen? Definitiv das Bad. War das jetzt auch eine Antwort? Ja, nö. Von den Zuschauern. Ich überlege gerade. Ja. Ja. Also definitiv glaub, das Bad Teil, nicht. Ein Teil von der Terrasse mit Pool. Genau. Ist neu. Ja, Lounge und sowas. Wobei das auch noch nicht Bad fertig ist. Bad ist neu. Ja. Ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt Step by Step an. Gehen wir mal ins Bad. Wobei ich auch sagen muss, nicht alles im Badezimmer ist auch schon so fertig, wie es gehört. Aber auf jeden Fall so, dass man es herzeigen kann. Wir gehen mal schnell. Tada! Willkommen in unserem Badezimmer. Ich liebe es. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass dieses Badezimmer fertig ist. Es ist einfach und ich, ja. So schön, dass es endlich mal drinnen ist. Es ist so schön geworden und wir haben so lange überlegt, was für ein Stil, wie wollen wir es haben. Und jetzt ist es einfach nur perfekt geworden. Ja, also wir haben hier echt wirklich fast alles erneuert. Okay. Jetzt hat sich das Licht verändert. Hier haben wir so Nischen eingebracht, einmal an der Badewanne, einmal an der Dusche. Also war der Ultra-Aufwand, hier so eine Nische reinzumachen mit einer Beleuchtung, die was dann hier unten integriert ist. Das ganze Zeug muss ja alles wasserdicht sein. Aber hier ist so ein kleiner Hohlraum, da wo du die ganze Technik drin hast, wo man natürlich dann auch immer reinkommt. Die Fliese ist mit Silikon reingeklebt. Ja. Und habe ich schon gesagt, Fußbodenheizung. Hast du noch nicht, aber ist sehr interessant. Also Fußbodenheizung haben wir ja auch gleich mit reingemacht. Und ansonsten sieht es schick aus und alles weitere kannst du jetzt noch zeigen. Ja, mein Highlight, also mein persönliches Highlight, sind ja tatsächlich die Waschbecken. Denn ich habe das irgendwo mal gesehen, dass es so schöne, schicke Wasserhähne mit Sensor gibt. Das heißt, man langt hier nur drunter und das Wasser geht an. Man kann natürlich die Temperatur trotzdem noch regeln. Und ich dachte mir, das ist doch die Erfindung, um dass man nicht ständig diese Wasserflecken hier auf dem Wasserhahn hat. Gerade wenn Kinder im Haus sind, weil ich putze natürlich immer drüber mit dem Handtuch danach, aber Kinder machen das nicht. Und da hat man irgendwann immer die Wasserflecken. Und so verhindert man das halt einfach. Und noch ein Highlight sind diese Keramikabfluss. Deckel, Stopfen, wie auch immer. Das wusste ich gar nicht. Also das hat tatsächlich Thomas angeschleppt und hat gesagt, schau mal, was es da gibt. Und ich war so begeistert. Und also wirklich, wie man sich über so Kleinigkeiten freuen kann, das ist der Wahnsinn. Man muss dazu sagen, es ist noch nicht alles komplett fertig. Zum Beispiel die Platte hier oben. Ja, die Platte kommt noch neu drauf, aber wie es halt leider jetzt in der Phase ist, du kommst dann nirgendwo hin, um Material zu bestellen, weil du willst ja manche Sachen willst du nicht nur online bestellen, sondern du willst es ja irgendwie auch sehen, wie es ausguckt. Ja, also und das ist nur eine provisorische Platte, ja, die Thomas jetzt drauf gemacht hat. Da kommt noch was anderes drauf, allerdings farbähnlich, aber von der Qualität und allem natürlich der anders. Der Spiegel ist auch noch ein Thema. Richtig. Spiegel wollen wir eigentlich beleuchtet haben, wo die Beleuchtung im Spiegel mit drin ist. Genau. Hier soll noch ein Regal her, wo man die ganzen Handtücher reinmachen kann.
So sieht's aus. Also und so du musst gleich mal erwähnen, also es ist keine Kooperation mit Grohe, Villeroy & Boch oder sonstiges. Genau. Wir zeigen das einfach nur, weil wir bekommen ja auch permanent immer die Fragen, was ist das, was ist das? Also somit wisst ihr halt einfach auch immer gleich, was wir hier verbauen. Wobei ich sagen muss, schön wäre es schon, wenn das eine Kooperation wäre. Das wäre natürlich schon cool gewesen. Da hätten wir uns einiges gespart. Also ja, nochmal ganz kurz, die Wasserhähne sind von Grohe und die ganzen Armaturen sind ja Wasserhähne, die ganzen Waschbecken, Badewanne. Badewanne, Waschbecken, die Duschtasse und die Toilette sind Villeroy & Boch. Genau, und die ganzen Armaturen sind von Grohe. Ja. Ja. Also wirklich mega. Ja gut, aber das Zeug kostet halt ein bisschen was, aber du sagst halt gerade beim Bad, das nimmst halt jetzt einmal in die Hand das Geld und dann hast halt was für lange Zeit. Ja, gerade wenn man es halt für sich selber macht, dann wirklich man schaut halt auf Qualität. Wir haben hier auch eine Milchglastür eingebaut, wollten wir so, fanden wir einfach schick. Und ja, ansonsten auf Instagram kam die Frage oft, weil wir ja die Dusche beidseitig begehen können, ob das nicht total, dass da das Wasser überall rausspritzt. Nein, also wie breit ist die, Schatz? Also die Duschtasse ist 1,30 Meter breit, die Scheibe auch 1,30 Meter dann. Also da spritzt ein kleines bisschen was auf die Seiten, aber... Das ist halt alles im normalen Regel nicht so schlimm, also alles gut. Wir sind wirklich sehr, sehr happy mit dem Bad und Also offene Dusche hat das halt auch so an sich, dass da halt ein paar Wasserspritzer raustreten. Das ist auf jeden Fall der Zwischenstand, wie er aktuell im Badezimmer aussieht. Ich kann es euch sehr gerne nochmal zeigen, wenn dann die Dekosachen noch gekommen sind, Handtuchhalter und. Also wenn das alles da ist und unser richtiger Spiegel, dann gebe ich gerne nochmal ein Update. Aber so sieht es aktuell aus und ich würde sagen, wir gehen gleich weiter Richtung Terrasse, oder Schatz? Terrasse können wir auch noch zeigen. Ja, jetzt fängt es nämlich zum Regnen an und genau, machen wir das vorher. Jetzt fängt es wirklich richtig zum Regnen an. So ein Mist. Wir hatten die letzten Tage wirklich traumhaftes Wetter. Und jetzt, wo wir euch die Lounge zeigen wollen, da ist das dann alles schon wieder ein bisschen schwieriger. Die Lounge ist jetzt auch noch nicht ganz fertig. Also da muss man nach oben, die Abdeckung wird noch fertig gemacht. Ja. Hinten die Rückwand verkleidet, dann vorne rum noch ein bisschen was. Also, aber man kann es schon mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Ja, wir gehen mal hin. Ich muss sagen, Thomas hat damit den neuen Lieblingsplatz von mir geschaffen. Die Polster, die hier aufliegen, das sind jetzt eigentlich die Polster von der Liege, also nicht die richtigen. Wir müssen natürlich alles anfertigen lassen und genau Maß, genau anpassen, weil das ja einmal hier ringsrum geht. Und haben wir jetzt bisher einfach auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, genauso wie der Tisch, der hier drin steht. Das ist alles noch provisorisch, aber ich liebe den Platz jetzt schon. Na Schatz, die letzten Tage war es so warm und wir sind hier gleich raus zum Frühstücken. Wir sind hier... Der Platz ist mega. Es ist einfach so, so schön. Vor allem bei uns ist dann immer das Thema, wenn du in der Früh hier sitzt, hast du hier komplett die Sonne. Ja. Und ab Mittag hast du dann da drüben an der Terrasse die Sonne. Ja, also es ist richtig schön. Morgens haben wir hier an der Terrasse eigentlich immer nur Schatten. Das stimmt. Ach, und was ihr wahrscheinlich auch noch nicht kennt, beziehungsweise nicht, wenn ihr uns nur auf YouTube folgt. Rocky. Ist immer cool. Mehr denkt ihr, da kommt mit dem Befüllen gar nicht in der Gang. Vor allem, ihr checkt es nicht, dass es ein Salzwasserpool ist. Also so gesund kann es nicht sein. Ja, aber scheinbar schmeckt es ihm. Wir versuchen es ihm immer auszutreiben, aber Rocky, er lässt nicht ab. Sagt doch, können schon. Nein, das ist kein Trinkwasser. Jedenfalls, was ich sagen wollte, wahrscheinlich ist euch auch aufgefallen, dass wir hier neu angepflanzt haben, beziehungsweise neu gesetzt haben, damit das alles noch ein bisschen besser aussieht. Und dazwischen kommen dann auch noch Pflanzen. Also das ist alles noch nicht so, wie es sein soll. Und hier außen rum, weil immer die Frage wieder kommt, ob wir denn keine Rasenfläche haben. Wir haben sehr, sehr viel Rasenfläche, links und rechts von der Terrasse. Hier, da hinten nochmal bestimmt 3 Meter und hinter mir ja auch, wo jetzt noch das ganze Lager ist. Das zeigen wir erst alles dann, wenn es dann mal fertig ist. Genau, auf jeden Fall. Liegt noch lauter Grusch drum. Also. Ja, aber da kommt Rasen hin, noch ist Erde, aber da wird dann Rollrasen ausgelegt und dann ist da auch schöner Rasen. Aber ja, das hat ja auch, gell Schatz, das war auch echt Arbeit hier. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, das sind ja lauter Pfosten, die richtig betoniert werden müssen, damit das auch alles Hand und Fuß hat. Es muss alles so sein, dass das Wasser ablaufen kann. Also wisst ihr, wenn es mal stark regnet, dass sich das Wasser nicht sammelt. Das muss man alles am besten machen.
ja, noch breiter gemacht. Das Thema natürlich mit so einer Lounge ist, es ist der Ultra-Aufwand. Ja. Es ist zweimal mehr Aufwand, wenn dann auch noch die Corona-Phase kommt, weil es kann ja nicht mal einer kommen zum Helfen. Ja. Ich habe zwei Freunde, die würden helfen mir ab und zu immer, wenn es dann mal ein bisschen anstrengender wird, aber geht ja nichts. Nee, aber ich war ja auch Hilfe genug, gell, Schatz? Tanja hat geholfen, indem dass sie nebendran gelegen ist, sich gesonnt hat und zwischendrin, zwischen der Arbeit, musste ich dann noch ganz schnell noch ein paar Bilder machen. Ja. Also könnt ihr euch vorstellen, hier mega Aufwand mit Arbeit und dann aber noch ganz schnell ein paar Instagram-Bilder machen. Ja, ja, da kommt Freude. Aber ja, so ganz war es ja jetzt auch nicht. Also ich habe schon ein bisschen geholfen, ja, das gell? Gehört bei uns ja dazu. Ja, wow, jetzt fängt es aber richtig zum Regnen an. Aber Schatz, weißt du, was mir noch einfällt? Ja. Was wir eigentlich schon längst mal ansprechen wollten, was wir mal ganz kurz bei Instagram angedeutet haben. Alarmanlage. Ah. Das vergessen wir jedes Mal. Mein Lieblingsspielzeug. Thomas, sein Lieblingsspielzeug. In der Tat, Leute. Ich muss dazu sagen. Alarmanlage und Videoüberwachung. Rund ums ganze Haus. Also. Es ist. Mega einfach, coole Aktion. Ja, richtig cool. Und vor allem, es ist so genial, weil wir nicht nur das Alarmanlagensystem haben, wir zeigen es euch gleich, sondern wir haben auch die Klingel davon, also beziehungsweise so ein Klingelsystem. Kann man sagen, Klingelsystem? Es ist auch ein eigenes System. Volle Überwachung bei uns. Und das Ding ist, wenn wir jetzt unterwegs sind, was man momentan nicht so oft ist, aber wenn man unterwegs ist und es klingelt jemand zu Hause, dann klingelt es auch auf dem Handy. Das heißt, du kannst übers Handy dann an deine Sprechanlage gehen und da das auch mit Kamera funktioniert, kannst du sehen, wer vor deiner Tür steht und kannst mit demjenigen von egal wo du bist quasi sprechen. Das heißt, wenn ich sehe, ah, DPD klingelt gerade und bringt mein Paket, dann kann ich sagen, hello, bitte einfach abstellen oder solche Sachen. Ja, man kennt das jetzt, denke ich, schon, dass das die Leute kennen, sowas. Ja, ich gibt's kannte ja das nicht. Also ja, das war ja für mich länger, schon. Aber ja. Das ist für uns natürlich eine richtig coole Sache. Ja, oder auch wenn die Kinder mal allein daheim sind, was ja vorkommt in dem Alter, dann kann man genau sehen, was bewegt sich da, wer kommt rein, wer klingelt. Ja, das ist schon wichtig, muss man schon sagen. Was ich noch richtig witzig finde, ich muss es euch mal kurz zeigen. Also es gibt ein Klingelsystem und es gibt ein Alarmüberwachungssystem, also eine Kamerasystem. Wir haben das jetzt zum Beispiel einmal komplett rings um unser Haus rum. Also auf jeder Seite können wir unser Haus quasi über den Monitor sehen, das zeige ich euch gleich. Aber wir haben eine zusätzliche Kamera und zwar hier im Blumentopf versteckt. Mit Blick auf mit Blick auf Rocky und Diego. Also die liegt ja jetzt nur im Blumentopf, weil wir ja noch nicht genau wussten, wo wir sie hinmachen. Also wenn die jetzt hier bleibt, dann werden wir sie natürlich hier oben in die Ecke an die Wand hinmachen. Dann haben wir noch einen besseren Blick auch in die Küche, dadurch nämlich. Ja, weil das Thema ist nämlich bei uns, wir haben die Kamera hierher gelegt, damit wir die Hunde immer ein bisschen im Blick haben. Weil der Diego, unser Obstdieb, der schnappt sich natürlich immer alles, genau in der Küche, was rumliegt. Und was haben wir festgestellt? Es ist gar nicht der Diego, es war immer der Rocky. Ja. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ja, nein, aber du kannst halt da wirklich ein bisschen schauen, was die Tiere machen. Und ja, ich find's schon. Du hast ja sozusagen auch hier jetzt Blick Wohnzimmer, Küche und auf die Haustüre. Ja, aber nochmal, um auf das Thema quasi so zurückzukommen. Wir haben das Thema mal ganz kurz bei Instagram angeschnitten und habe dann auch eine Umfrage gemacht, ob das euch interessiert, was für ein Kamerasystem. Weil ich muss wirklich sagen, es ist nicht so einfach. Es gibt sehr, sehr viele Kamera- und Überwachungssysteme und Alarmanlagen auf dem Markt. Und man ist dann ein bisschen überfordert. Wir hatten das Glück, dass Bekannte von uns genau dieses System schon hatten und uns quasi das empfohlen hatten. Also wir haben das über eine Empfehlung überhaupt entdeckt und haben uns das dann quasi vor Ort auch anschauen können und genau demonstrieren lassen können, wie war's. Und es war einfach echt, er war sehr schnell überzeugt, ja, und im Endeffekt ist es ja... Ja, das Thema ist, ich habe halt ein bisschen im Internet gesucht, da kannst du ja schauen, also da gibt es ja auch preistechnisch von bis, und die Firma jetzt, das ist die Firma Safe to Home, wir werden es auch gleich mal verlinken. Ja, in die Infobox setze ich das alles rein. Dazu muss ich auch sagen, wir hatten sogar noch das Glück, dass wir, da gab es gerade eine aktuelle Aktion. Ich muss mal raussuchen, wenn ich diesen Code finde, ich werde den euch auch in die Infobox verlinken, da könnt ihr dann sogar noch ein bisschen was sparen. Also es ist jetzt
wieder keine Kooperation oder direkt auf uns zugeschnitten. Es ist einfach ein allgemeines Angebot, worauf uns auch die Bekannten aufmerksam gemacht haben. Und ich schaue mal, ob das noch gilt. Und wenn es noch gilt, ich werde euch das alles in die Infobox linken. Braucht ihr bloß raufschauen. Okay, jetzt komme ich noch zum Punkt, oder? Ja, ein wichtiger Punkt. Nein, bei Alarmanlagen ist wirklich so, du kannst ja da preistechnisch, gibt es ja da auch keine Grenzen. Und bei der Firma ist es einfach so gewesen, dass wir die Alarmanlage, was jetzt komplett an den Fenstern, Türen und so alles festgemacht, also richtige Alarmanlage und Videoüberwachung zu einem Preis, wie wir uns gekauft haben, wo echt okay ist. Also vor allem für so ein großes Haus dann. Ja, und vor allem optisch auch schön ist. Also es ist jetzt nicht so, dass es an den Fenstern irgendwie voll hässlich aussieht oder so, weil da gab es auch Alarmanlagen, die einfach so nicht so schön ausschauen. Und da ist es voll unauffällig. Ich kann euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, bevor ich das so viel erzähle. Also man hat hier so einen Monitor, das spiegelt jetzt ein bisschen. Und wir haben jetzt mit Absicht, muss ich sagen, unser Wohnzimmer als Großaufnahme. Also es ist gesplittet eigentlich, alle vier Kameras zeigt es dir dann an. Genau, also so. Und dann hat man hier jedes einzelne Bild für die jeweilige Kamera. Das haben wir jetzt mit Absicht ausgeschalten, weil wir jetzt auch nicht unbedingt alles rund um unser Haus zeigen wollen. Da sieht man halt Dinge, die ich jetzt hier auf YouTube einfach nicht zeigen will. Und ja, deswegen Wohnzimmer jetzt, einfach mal ein bisschen Privatsphäre auch zu halten. Und diese beiden Teile gehören auch zusammen. Auch nicht schlecht. Du zeigst hier sind wir auch noch drin, hier sieht man uns auch noch. Ach so, stimmt, ja. Schaut mal in den Monitor, da sieht man Thomas. Ja, genau. Genau. Auf jeden Fall, das ist der Monitor, mit dem man es überwachen kann. Man sieht aber auch alles übers Handy, ne Schatz? Übers Handy siehst du das auch alles, gell? Ja, das ist ja genau das Geile. Also du hast da natürlich eine App, wo du komplett, auch egal wo du bist, immer Zugriff auf die Kameras hast. Ja, am Fenster sieht das eigentlich nur so aus. Also an jedem Fenster im Haus hat man hier so ein kleines Ding, was noch weiß ist. Und genau. Man hat dann hier so eine Fernbedienung und kann das wieder ausschalten. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, das piepst, sobald man jedes Fenster kippt. Nein, also man kann die ein- und ausschalten, die natürlich, kannst du wie man will. Und unscharf schalten. Ja, und wenn man zu Hause ist, dann ist die meistens unscharf, außer nachts vielleicht, weil da braucht man ja auch wieder den Schutz. Weil auf die zwei Jungs hier ist er nicht immer Verlass, ne? Wenn die im Tiefschlaf sind, dann schlafen die. Das ist nicht immer so ganz 100%. Und ja, wir sind da auf jeden Fall sehr zufrieden. Wie gesagt, ich verlinke euch alles in die Infobox. Wir haben das jetzt schon eine ganze Weile. Und ja. Wie gesagt, ich packe euch jetzt alle Informationen, Links, alles, was ich so habe, in die Infobox. Und wenn es euch so richtig interessiert und ihr da eh gerade auf der Suche seid, dann könnt ihr da euch ja selber nochmal belesen. Für uns war es auf jeden Fall die beste Lösung. Und ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles jetzt Ich habe noch was. Was denn? Weil es hört nicht auf mit Anfragen zu unserem tollen Wohnzimmertisch. Das stimmt. Oh Gott, jeden Tag auf Instagram. Ja, jeden Tag nicht, aber jede Woche. Ich jeden Tag. Also jedes Mal, wenn ich den zeige, garantiert kriege ich eine Anfrage, wo ist der Tisch her. Ja. Wirklich, wir könnten in Produktion damit gehen, wenn es nicht so aufwendig wäre. Wie heißt Tommy? Hört mal, wer da hämmert. Hör mal, wer da hämmert. Hör mal, wer da hämmert. Ja. Das werden wir jetzt dann bald mal machen. Ja. Gibt es eine Sendung. Dann bauen wir da das ein oder andere Projekt. Ja, aber jetzt hast du das Thema angeschnitten, jetzt wollen sie wissen, wie geht das, diesen Tisch zu bauen? Wie geht es, diesen Tisch bitte, zu bauen? Mein Schatz. Also, ist ja echt nicht schlecht geworden, oder? Super, das wollte ich hören. Wir wollen wissen, wie geht das? Ja, machen wir. Zeig's euch mal. Irgendwann machen wir da mal so ein Tutorial und dann erzähle ich euch, wie das geht. Aber der ist echt schön, also wirklich, das ist so das Highlight in unserem Wohnzimmer. Und wir haben den ja auch schon ein paar Jahre. Also wir hatten den ja schon im alten Haus. Und also wirklich, das ist ein richtig, richtig schöner Tisch. Und ja, jetzt haben wir wieder nicht verraten, wie es geht. Also jeder, wenn man so sieht, meint man ja auch, der ist gestrichen oder so. Also das ist ja nichts, was da gestrichen worden ist. Das kannst du gar nicht vorstellen. Ich habe es auch nicht gewusst, aber nachdem ich dann die Info bekommen habe, das mit Tücher ist das wie auf... Also, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Also mit aufgewischt. Dem Buch streichst du das eigentlich auf, aber nicht mit dem Pinsel. Nicht mit dem Pinsel, habt ihr gehört? Dann machen wir da mal ein Tutorial, bevor wir da jetzt die Leute total mitmachen. Weil mir schreiben sie nämlich gleich, wie baue ich das mit der Kugel, wie funktioniert dies und das. Also ich würde sagen, wir machen da wirklich mal so ein richtiges Video dazu. Do-it-yourself-Tisch.
Ein komplett eigenes Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare kommentieren, ob das was wäre. Und dann können wir das ja vielleicht mal angehen, sobald Thomas überhaupt mal die Zeit hat. Weil bis jetzt muss er ja noch viele andere Dinge hier mal ausmachen. Ja, jetzt steht noch wirklich an, dass wir sagen, die Terrasse muss jetzt noch fertig gemacht werden. Dann hier ein bisschen grün. Ja. Grünsache noch komplett abschließen. Polster und. Also wirklich noch einiges. Und dann haben wir, was war dann noch geplant? Nichts mehr, oder? Ja, erstmal. Also erstmal das, weil Terrasse mit Grün, mit Gartenarbeit ist wirklich, es hält wirklich auf. Ja. Haben wir gesagt, das wollen wir einfach schauen, dass wir es vor dem Sommer noch hinbekommen. Ja. Aber es funktioniert halt alles nicht von heute auf morgen. Also es ist, wie es in der Werbung ist. Respekt, wer es selber macht. Schweiß und Blut musst du da lassen, um dass du da einfach so ein Häuschen fertig bekommst. Aber Stück für Stück, also bis zum Sommer werden wir es haben. Ich werde euch jetzt einfach mal die letzten beiden Videos hier noch verlinken und hier oben unseren Kanal-Button. Falls ihr nämlich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Genauso wie auf Instagram findet ihr alles auch nochmal in der Infobox. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal. Geht's raus mit den Hunden. Ciao.